Hallo liebe Freunde des gepflegten Gamings und herzlich willkommen zurück hier bei Soma. Ich heiße nicht nur Lomdom Silver, sondern auch dich recht herzlich willkommen hier in Folge 3 dieses Ping-Pong Let's Plays, in dem ich ein Spiel spiele namens Soma, was der Frittenfriseur mir empfohlen hat. 5 Folgen a 20 Minuten, du bist jetzt genau in der Mitte eingestiegen. Und in der Folge 5 werde ich dem Frittenfriseur dann von mir aus ein Spiel an ihn empfehlen, was er 5 Folgen a 20 Minuten zu spielen hat. Was das sein wird in Folge 5, wie gesagt. Und dieses Spiel hier, wir kommen noch nicht wirklich weit, habe ich den Eindruck. Wir sind noch relativ am Anfang, aber es macht schon ein bisschen Spaß, muss ich zugeben. Aber so ein Endresümee gibt es auch in Folge 5 und dort werde ich euch nochmal fragen, ob ich dieses Spiel als Let's Play vielleicht weiterführen soll. Ich weiß es ja nicht, wie du das siehst, ob es dich interessiert oder ob du das dann doch nicht bei mir sehen möchtest. Also, wenn du sehen möchtest, dann auch schon mal jetzt gerne mal in den Kommentare reinschreiben, ja, bitte Let's Play. Dann weiß ich in etwa, welche Richtung das Ganze hier geht. Und wir sind hier auf jeden Fall in der Rezeption, wo wir in der letzten Folge uns hier, illegalerweise, aber er ist ja auch nicht gesperrt. Ich meine, der hat das Notebook nicht gesperrt. Wir konnten da einfach so dran. Rausgefunden haben, dass ein Paul Berg mit einem David Munchie geschrieben hat. Ne? Und diesen Code, den wir, den er nicht in die Text-E-Mail oder sonst was reinschreiben konnte, habe ich hier in der Schublade entdeckt, in der letzten Folge. Wenn ich nämlich hier reingucke, dann sehe ich dann da 2501 ist das die Zahlenfolge und 2 Ausrufezeichen. Das könnte vielleicht den Code sein, den wir da vorne an der Tür gleich brauchen werden. Ich weiß es noch nicht genau. So. Nein, Mann. Erstmal wieder zumachen. So, ist hier noch was Interessantes? Nö. Sieht sehr alles sehr verlassen aus hier. Auf jeden Fall ist dieser Paul nicht hier, wo er sein soll. Wieder so ein Stuhl. Mit Stühlen habe ich's. So, der Computer da unten zum Beispiel, der ist an. Ja, seht ihr das? Der ist an, aber der Monitor geht nicht hier. Kann ich auch nicht benutzen. Schade. So, wir gehen mal weiter. Komm noch einmal schnell. Das ist voll dumm. Egal. Komm hier. Und hey! Sind 2 Arme rausgeflogen. Sieht alles sehr verwahrlost aus hier. Hm. So, können wir hier weitergehen? This is the place, right? Must be. Muss wohl. Oh. Nee, warte. Warte. Wir testen das gerade mal. Was war das für ein Geräusch? Achso. Zum Rennen Shift gedrückt halten, während sie sich bewegen. Okay. Warum sollte ich das tun? Was haben wir hier? Hallo? James G. Ohne Zeit. Ich würde die Tür gerne zumachen. Kann ich die dann wieder aufmachen? Oder ist das dann... Ne, das geht, okay. Warum sollte ich denn auch laufen hier? Kann ich nicht auch schleichen? Fire in the attic. Kann ich mir hier was rausnehmen? Geht gar nicht auf, das Ding. Hallo? Geht nicht. Schade. Dann hier Eisberg. Auch schön. Können da... Okay. Jeden Tag ist Steve hier auf jeden Fall. Sag mal, Lichter an hier, Freunde. Alter, das sieht hier echt... komisch aus. Okay, Gehirnforscher. Alter, die Spritze, die tun wir mal ganz schnell weg. Also mit Stühlen habe ich es hier nicht so ganz, ne? Hallo? Interessant auf jeden Fall. Was rödelt denn hier so durch? Was trinken die vor allen Dingen? Hm. Stecker kann ich auch nicht ziehen. Okay. Ah, hier.
Schublade geht nochmal auf. Warum ich hier eigentlich alles durchforste, weiß ich auch nicht. Ich kann auch... Also, alles nicht so wirklich nehmen, ne? Okay. Ja, sagt mir auf jeden Fall viel. Das ist auf jeden Fall das, was vielen Leuten fehlt, scheinbar. Interessant. Hier läuft irgendwas durch. Ich weiß nicht genau was. Alter. Guck dir das an. Das wäre schön. Oh. Oh. Hier, unser neues Let's Play Zimmer. Kannst du mal abschließen? Die Tür. Vor allem hier der ganze Serverraum. Ich bin zu Hause. Und dann so, weißt du, der, dann so ein Notebook am Teller. Am Teller. Hier auf dem Boden stehen. Okay. Ja, das ist so typisch. Die Uhren stehen immer auf 10 nach 2. 10 nach 2. 10 nach 10, wenn die verkauft werden sollen. Müsst ihr mal darauf achten. Das ist so der typische, ich verkaufe dir was. Uhrzeit. Okay. Brain, das Nervensystem. Oh ja, interessant. Und das ist das Nervensystem der Monitore und so. Was haben wir hier noch? Irgendwas Interessantes? Ich glaube eher nicht. Hier muss es auch relativ warm sein. Kann das sein? Ja. Oh, nein. Stefan, nein. Stefan, danke. Was? Okay. Hier ist aber nichts Interessantes mehr drin, glaube ich. Oh, warte mal. Da war noch was. Ah, das ist aber alles, was ich nicht so nehmen kann an sich. Warum hat er mir eben gesagt, ich kann laufen? Okay. Pace Laboratories. Average Test Results. Okay. Ja, wäre ich jetzt nicht schlau draus. Transformation Rate. Development Phases. Entwicklungsstufe. Kann man nicht so ganz sehen, ne? Okay. Conversions. Hardware kommt von Heimatsu Technologies, auf jeden Fall. Ich habe heute auch ein kleines bisschen Kopfschmerzen, ich weiß auch nicht wieso. Und mir wird aber relativ schnell flau bei solchen Spielen. Motion Sickness ist bei mir echt immer, ja, richtig doof. Ja, die Frage ist, gehe ich jetzt hier weiter? Erstmal nicht. Ich würde erstmal hier die Türen durchforsten. Gehen wir hier so laufen. Können wir ja. Okay, die ist zu. Hier ist auch kein anderer, ne? Okay, das auch zu. Hallo? Dann müssen wir wohl hier durch, wa? Ja. Oh oh. Schießen! Puh! Tot. Hallo? Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie. But I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Okay, alles klar, dann macht's hier noch einen netten Eindruck. Ich weiß auch nicht, ob sich das ändern wird, aber mal gerade, ob ich hier noch irgendwas Interessantes finde. Ja. Please, have a seat. Ja. Hallo? Ah, das ist die Lampe nur. Okay, ja dann. So, what exactly are we doing? We're gonna do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. I should hope so. Otherwise this would be a huge waste of time. Okay, gibt's noch was zu fragen? You know I have a serious condition, right? You heard about the car crash, the X months to live deal? Yes, I heard. Must be hard. Having to hear that. As you know, it's because your brain is weakened so much that it can start to bleed every so often.
And if it ever gets real bad, it will kill me. Well, we probably can't restore your brain completely, but we should be able to make those X months turn into years, decades even. And if you take care of yourself and don't do anything too crazy, we should be able to get you to outlive the best of us. Okay. I really hope you're right about this. Me too. This could make a huge difference for how we treat people with brain damage. So, what do you say? Should we get going? Sure. Let's get started. Take a seat. Okay, ich glaube, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Und, naja, er zeigt ja ein bisschen Mitgefühl. Ich hoffe, dass, ja, ist nicht gespielt. Hab so ein bisschen Angst hier bei dem ganzen komischen... Oh. Alter. Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Okay. What happened? Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? Okay. This isn't funny. Kann ich aufstehen? I'm not supposed to put myself in. This is kind of stressing me out. Oh. Hey! Anyone? Okay, das ist nicht so gut. Ich kann ja nichts machen mit der Apparatur oder sonst was. Natürlich einen Stuhl, den erstmal wieder schmeißen werden. Ich kann ja auch nichts nehmen, was wirklich von Bedeutung wäre. Kann man mal Licht anmachen. Hallo? Nein, ich wollte Licht anmachen. Das ist nicht da, wo wir waren. Alter Falter. Hört ihr denn mal, wie er geht? Okay. Das ist interessant. Aber hier kann ich mir auch nichts nehmen. Kein Anzug. 5 und 6 fehlen. Ich weiß nicht, ob die da vorher schon hingen, aber die sind auf jeden Fall nicht da. Macht ja auch keinen Sinn, ne? Man fängt ja von 1 an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man fängt mir ja nicht hinten an wegzunehmen. Oder? Oder macht man es, damit man sieht, wie viel noch drin bleiben? Aber ist ja Quatsch. So, was haben wir hier? Automatisiert. Terminal-Freischaltung über Service-Kontrolle. Ja. Hallo? Kann ich nichts machen? Tastatur geht auch nicht. Tja, toll, Freunde. Und hier? Zum Zugriff Omnitool einführen. Okay, wir haben kein Omnitool. Ich weiß nicht, was das ist und was das überhaupt alles soll. Deswegen kann ich einfach nur einen Bock schießen, was das angeht. Nee, das Einzige, was ich gucken kann, ist das, ne? Ja, okay. Omnitool Installationsprogramm.
Omnitool-Chip-Installationsprogramm bauen, formen und optimieren Sie Ihr Omnitool mit vollständig benutzerdefinierten Werkzeugen und Hilfsmitteln. Schön. Gut. Toolbox. Werkzeugkasten. Ja, aber der ist wo? Der ist da? Komme ich nicht ran, ne? Nicht so wirklich. Feuerlöcher? Du verdammtes! Irgendwas. So. Da ist auch nichts Interessantes. Wenn ich hier rausgucke, kann ich nichts sehen. Okay, ja dann. Aber wieder ausmachen kann ich nicht, ne? Das Ding. Nee. Licht an muss bleiben, scheinbar. Hallo? Jetzt habe ich, glaube ich, doch ein Problem. Ich dachte, ich käme hier easy raus. Aber scheinbar doch nicht. Schuhe? Mhm. Das sind Stiefel, die hier liegen. Aus irgendwelchen Gründen. Schon wieder eine Tasse. Nee. Tja, dann nehmen wir mal das Ding mit. Ah ja. Und hey! Geht auch nicht. Ich dachte, ich würde das... Ist das hier Blut eigentlich? Ich habe hier, also bis so gar nicht mal. Okay. Vielleicht muss ich doch den Feuerlöscher nehmen und hier da reinschmeißen. Okay. Ja, ja, komm, auf. Da dampft es. Hier ist Ende. Ich mache erstmal alles, was... ich gehe mal ein bisschen in die Knie, nicht, dass mich jetzt hier irgendeiner sieht. Dort Enter. Enter Sandman. Geht auch nicht auf. So. Okay, wäre ich auch gar nicht dran gekommen. Ja, alles klar. Das war der richtige Weg, so rauszukommen. Wo zum Teufel bin ich hier? Warum bin ich hier? Freunde? Fragen über Fragen. Und immer noch keine Antwort. Ich muss so vorsichtig mit so einem Ding hier rumlaufen. Mal kurz hinstellen. Ah ja, das ist gut. Wollen wir da mal hingehen? Ja, sieht alles sehr gesund aus hier. Toiletten irgendwo in solchen Dingern, das sind meistens super. Also da kommt immer was Gutes bei raus. So. Puh, Freunde. Natürlich können wir jetzt nicht die ganze Zeit hier rumstehen und kacken. Gucken mal, ob hier noch irgendwas ist. Was suppt denn da raus? Was ist das denn? Ja. Interessant. Munchprint. Das wäre eine Teeküche hier. Wenn jetzt so ein Gegner kommt, kann ich das Ding nehmen und dann hier so. Hui. Naja. Noch lache ich. Ah ja, okay, das kann man aufziehen. Aber hier drin ist auch nichts. Some motherfucker gonna get my medal. Teller schmeißen, auch gut. Da ist nichts drin.
Interessant. Können wir da eine Suppe reinstellen? Warte mal. Komm mal her. Na. Nein, komm her. Bleib mal stehen. Hallo? Warum leckt es gerade? Das macht mich ein bisschen nervös bei sowas. Okay, pass auf, ich setze mich mal hier so und dann... Geht scheinbar nicht. Ich wollte da ein bisschen was auffangen von dieser Suppe. Oh, Mann. Ich weiß nicht. Was machen wir hier eigentlich? Nein! Mann! Blöder Kackbecher. Kann ich den drehen? Okay. Ach so. Alles klar. Guck mal. Kann ich ja doch drehen. Nee. Aber das scheint, guck mal, eine schimmende Sache zu sein. Interessant. So. Tja, Freunde. Es wird weitergehen, aber in der nächsten Folge erst. Also, wenn dir diese Folge gefallen hat, es wird spannend und ich habe damit nicht gerechnet, dass wir hier gelanden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib dem Ding einen Daumen nach oben. Wenn du mich weiter weiter leiden sehen willst, dann abonnieren, Glocke aktivieren, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.